Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Shintuaga und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das P beschäftigt sich wahrscheinlich hier mit dem Ionenzerstörer. Ja, so sieht's aus. Ich war zwischendurch, also off-cam und auch off-game mehr oder weniger, nicht untätig. Ich habe, den nächsten Schritt für mein Industriegebiet zusammengestellt. Ich würde sagen, bevor wir nämlich dann tatsächlich ins Xenon-Gebiet fliegen, werde ich mich darum mal schnell noch kümmern. Ja, heute etwas, jetzt zu dieser Aufnahmesession, etwas frustriert. Ja, ich hatte tatsächlich wieder einige Folgen mal eines anderen Projekts aufgenommen, noch unangekündigt, aber es ging leider alles nicht so, wie ich das wollte und habe jetzt eigentlich quasi, ja, insgesamt bestimmt 3,5 Stunden für nichts aufgewendet. Ne? Aber ja, muss halt auch mal sein. Aber ja, bei X4 weiß ich ja, was ich habe, was passiert, von daher geht es jetzt hier erstmal weiter und ja, die meisten haben es ja anscheinend eh schon registriert, ist eh der Hauptcontent aktuell. Ja. Was auch natürlich, das will ich nicht verhehlen, ein wenig damit zusammenhängt, dass es die meistgeklicktesten Videos sind hier auf dem Kanal. So, aber jetzt erstmal zu der Sache in meinem Industriegebiet, denn ich habe mich jetzt um eine Feldspulenfabrik gekümmert. Das heißt, da habe ich jetzt mir die Pläne zurechtgelegt. So. Und die platziere ich natürlich hier auch in meinem Industriegebiet. Ich würde sagen, machen wir das Ganze. Ja, die ist auch etwas größer. Wir machen mal. Ist ja eigentlich egal, weil unser Gebiet, wir müssen eh keine Gebühren bezahlen. So. Platzieren wir das Ganze hier. Das müsste der Bauplatz sein hier, ne? Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilen. Genau, und dann laden wir, ne, importieren nicht hier, Planladen. Naja. Da habe ich zwei Sachen noch nicht. Feldspulenproduktion, klar, logisch. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber auch Paraniden-Basisverbindungsgerüst 1 habe ich nicht. Gut. Werde ich mir dann zu eigen machen, wenn es soweit ist. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen irritiert. Ich bin jetzt gerade wieder irritiert. Also, das ist immer so, wenn ich dachte, ich habe eigentlich soweit alles verstanden, wegen dieser Höhenänderung. Also, wir löschen den nochmal. Was jetzt gerade nicht funktioniert. Warum kann ich das jetzt hier nicht... Wo ist hier der Denkfehler? Ah, okay. Und zwar... Wo haben wir sie denn? Da. Das ist der Bauplatz. So, den löschen wir jetzt nochmal. Einfach mal auf der... Genau. So. Also man hört die Geschütze, man sieht es auch hier teilweise... Oh, Moment, ist da... Wenn da die dicken Dinger draufballern... Nee, die ballern da generell drauf. Ja, das ist, wie gesagt, nach wie vor natürlich ein Hagel, wo ich hoffe, dass da nicht auch wie der Argonen
Zerstörer da nicht zu viel abbekommen. Also es gibt tatsächlich wohl irgendwie... Okay, was ballern die da? Ist das, echt alles... Tatsächlich, die ballern einfach nur auf dieses P, auch mit den dicken Geschützen. Was sehr, sehr... Ja. Schrottverarbeitungsfabrik. Also man kann. Wobei, jetzt kümmere mich erstmal um die Fabrik, genau. Also, wobei ich sie ja eh noch nicht bauen kann, aber das machen wir jetzt noch schnell. Also, nochmal einen neuen Bauplatz. So, 6, 6, 6. Also ich hab's, es ist doch ziemlich groß. Ich war auch ein wenig erstaunt. Notfalls kann ich es ja immer noch ändern. Hä, wieso? Was? Warum? Was mache ich hier? Was mache ich hier falsch? Also ich dachte eigentlich, ich habe das jetzt hin mit den Höhenunterschieden. So, weil das ging nämlich jetzt wieder nicht. So, ich muss die einmal platzieren. Ah, jetzt. Jetzt kann ich sie auch drehen. So war das, okay. So, ich wollte dich eigentlich jetzt in der Höhe verstellen. Warum? Das ist drehen, das ist klar. Oh, jetzt klappt das wieder nicht. Was war hier Höhenverstellung? War das nicht eigentlich Shift? Steuerung? Ah, so rum. Okay, weil ich will die nämlich auch ein wenig höher ansiedeln. Auch so Richtung. So, jetzt haben wir doch das, was wir wollten. Gut. Wie gesagt, Plan können wir noch nicht laden. Wir brauchen Paranidenzeug und ja. Frage ist, machen wir das jetzt schnell? Wir machen das schnell. Damit, während wir halt, das ist dann, während wir dann die Xenon-Mission angehen, dann das Ganze auch keinen neuen Bauplatz erstellen. Ich möchte jetzt einfach hier. Sprungtor, Tarkas Zusammenbruch. Was ist jetzt hier schon wieder los? Ich kann die Station hier nicht anwählen und kann das nicht als. Ich habe überhaupt kein Kontextmenü mehr. Was? Also das scheint ein Bug zu sein, der, nachdem man im Baumenü rummacht, irgendwie was damit zu tun hat. Jetzt geht's wieder. So, Leitsystem zum... Oder war ich noch im Baumenü? Nee, eigentlich nicht. Autopilot eingeschaltet. Gut, das machen wir, wie gesagt, jetzt schnell. Und hoffen mal, dass die Feldspulenfabrik nicht allzu teuer ist, das Produktionsmodul selber. Ich hatte erst geplant, eine... Kombination aus Feldspulen und Elektronikkomponenten zu machen. System, stiller Zeuge. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, dass es keine gute Idee ist. Aber ihr werdet es auch gleich sehen, auch schon bei den Feldspulen ist es, ja. Also ich habe es tatsächlich dann wieder so versucht, weil ich einfach zu faul war. Erreiche System, manuell so eine Station zusammenzubauen. Habe ich einfach alle erforderlichen Module, wie ich es mal gesagt habe, in den in den Bauplatz reingepackt. Und habe dann, eigentlich wollte ich dann das Spiel das durchmischen lassen. Dass er mir eine entsprechende Station zusammenbastelt, auch mit der Gefahr, dass er Terraner-Module verwendet und so ein Kram. Aber nein, er hat den Dienst verweigert. Es waren einfach zu viele und der Übeltäter, den werde ich euch dann auch gleich dann präsentieren. Erreiche System. Denn selbst bei einer kleineren Station war es ab dem Punkt, gab es Probleme, warum auch immer.
Also habe ich mich dann doch hingesetzt und habe selber eine Station designt, so wie ihr es kennt. Von mir praktikabel. Vielleicht ein bisschen zu ausufernd und sieht halt auch nach wie vor sehr gebrechlich aus, aber gut, irgendwas ist ja immer. Autopilot ausgeschaltet. Irgendwas ist ja immer. So, wir kaufen jetzt wie gesagt erstmal das Paraniden-Teil. Da habe ich also ein Verbindungsgerüst gebaut, verbaut, was ich noch nicht hatte, aber das ist ja das geringste Problem. Diese Verbindungsgerüste kosten ja nichts, die Baupläne. Das ist auf jeden Fall schnell machbar. Erfolgreich angedockt. Und wahrscheinlich, weil es nur... Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Weil es hier nur eine Feldspulenproduktion gibt, werde ich die wahrscheinlich auch hier erwerben können. Kommt jetzt halt nur darauf an, wie viel Kohle das denn kostet. Ich habe so die dumme Vermutung, dass es nicht ganz billig sein wird, aber das kriegen wir hin. Notfalls, weil ich gar nicht jetzt weiß. Was ich denn zuletzt mal mein Lager geplündert habe und so weiter und so fort, aber erstmal eins nach dem anderen. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Ja gut, die 500 Millionen habe ich immer noch nicht. So, aber Module. So, Produktionsmodule. Schauen wir mal, Feldspulen. 12 Millionen. Ei. 12 Millionen. Ja, aber da jetzt wieder eine Station zu finden, die genau dieses Produktionsmodul hat, habe ich das Geld wahrscheinlich in der Zeit verdient. Gut. Dann die Verbindungsgerüste, die können wir alle kaufen. Dann haben wir sie schon mal. Oha, vielleicht doch nicht. Egal. Okay, wir müssen 12 Millionen zusammenkriegen. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ist das einer von meinen, der gerade landet? Nee. Wann ich das letzte Mal meine Konten geplündert habe, aber wir schauen uns das einfach mal an. So, Bergbaustation. Okay, also das ist klar. Da gibt es noch kein Geld für. So, fürs Hauptquartier auch nicht. Die sollen sich selber berappeln. Ja, da kommen aber definitiv... Ah, nee, ich habe das erst geplündert. Man sieht das hier. Na gut. Na gut. Also kümmern wir uns jetzt dann doch erstmal um die Xenon. Oder doch das Depot plündern. Was habe ich bestimmt auch erst vor kurzem gemacht. Da wird es auch noch nicht so viel Neues geben. Also nee. Die Xenon-Missionen bringen ja auch Geld. Von daher. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dann jetzt auch eine erfolgreiche Aktion wird. Na komm schon. Wir fliegen hier mal rückwärts raus. Hoffnung, hinter uns ist keiner. Wir können mal die Höhe etwas verringern. Und dann langsam wieder in den Vorwärtsgang gehen. So, zerstöre Minen. Jawohl, das ist die aktuelle Mission. Eingeschaltet. Thank you.
Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Ach ja, und eine Sache will ich gleich nochmal gucken, denn ich hatte jetzt Patch Notes gelesen beim Update bei Steam, wo es quasi einen Hotfix Erreiche gab. System. Office Center Alpha. Dass die Lackierung, die man im, ja, in den Ventures Sonnenkraftwerk 1 in Tarker Schlucht wird angegriffen. Wer greift denn da an? Moment, da will ich mal gerade... Autopilot ausgeschaltet. Da will ich doch gerade mal anhalten. Ob das was Größeres ist. So, Tarker Schlucht. Janne muss so hin, was Willing. Center Alpha Matrix, bin ich bescheuert? Das war doch genau hier bei den freien Familien da. Das ist nur ein P. Ne, sind zwei Ps und die machen da ordentlich Rabatz. Okay. Da werde ich persönlich Autopilot jetzt hinfliegen. Eingeschaltet. Bevor da die Flotte da ist, die haben ja schon. Habe ich das jetzt übersehen? Habe ich die Meldung schon häufiger bekommen? Ja klar, ich habe keine Geschütze dort installiert. Soll die vielleicht jetzt dann langsam mal ändern? Erwarte Befehle. So, die Leila Schwanengesang dürfte jetzt auch vor dem Tor eingetroffen sein. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal was anderes vor. Kenne ich den Datentresor eigentlich schon? Datentresor. Sprungtor. Zwei Riesen. Weil das ja auch relativ einfach zu erkennen ist, ob da die... Oder Verteidigungsdrohnen muss ich da installieren. Es sei denn, ich meine, die hatten auch welche. Kann aber sein, dass die zerschossen worden sind. Aber ich sollte auf jeden Fall rechtzeitig ankommen. Ja, geöffnete Datentresore erkenne ich ja dann an den, wie der Name schon sagt, geöffneten Luken. Aber ich glaube, das kenne ich noch nicht so nah an einem Tor. Muss ich mir dann mal anschauen. Erreiche System. Zwei Riesen. Gut. So schnell werden die mein Sonnenkraftwerk aber auch nicht wegschließen können. Es ist nur noch eins da. Okay, das andere haut ab sogar. Das ist ja spannend. Gut, aber da ich ja jetzt eigene Drohnenbauteile herstelle, ist das jetzt gar kein Problem, dort Verteidigungsdrohnen und Reparaturdrohnen gleich dann zu postieren. Also wenn man sich überlegt, vor ewigen Episoden, als ich das Ding gebaut habe, das war ja so meine erste Station, die ja ziemlich weit draußen ist und auch nichts mit dem Hauptquartier zu tun hatte. Und da waren noch ganz viele Xenon unterwegs. Ah, für Asgard. Ja, waren auch ganz viele Xenon unterwegs, unter anderem auch etliche Zerstörer. Hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass die Station früher angegriffen wird, aber bisher, ja, ist jetzt eigentlich so der erste echte Angriff. Ich frage mich nur, warum die Meldung jetzt zu spät kam. Das ist die Sache, die ich mich jetzt frage. Erreiche System. Sengende Niederlage. Oder habe ich sie die ganze Zeit übersehen? Aber eigentlich sowas Rotes, ja. Mut mitten im Gefecht oder wenn man gerade mit anderen Dingen zu tun hat. Kann es natürlich sein, dass man das schon übersieht. Ja, aber da muss ich mich selber jetzt schnell drum kümmern. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Lust, da wegen den zwei kleinen Dingern jetzt eine komplette Flotte hinzuschicken. Das macht keinen Sinn. Das erledige ich selber schnell so. Andere ist hier unten. Hat sich also von dem Angriff etwas entfernt, warum auch immer. Yeah.
Na gut, was muss, das muss. Schauen wir uns das Ganze an. Ich denke, das wird relativ schnell gehen. Dann werde ich mich um die Versorgung kümmern. Ich hoffe, ja, in der Reichweite von meiner Versorgung liegt das alles nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich die Drohnensachen selber anliefern müssen, also per Hand. Erreiche System, Tarkas Schlucht. Autopilot ausgeschaltet. Also ich finde, es hat doch schon relativ viel verloren, mein Sonnenkraftwerk, an Lebenspunkten. Das finde ich ein bisschen erstaunlich, ehrlich gesagt. Jetzt gehst du in Reiseantrieb, oder wie? Oder was machst du? Auf jeden Fall bist du weit weg von meiner Station, das ist schon mal gut. Du greifst irgendwas an. Zu sehen. Gut, dann fliegen wir jetzt hier mal langsam hier in die Richtung. Vielleicht kommt er ja wieder noch. Und wir machen jetzt Folgendes. Da haben wir es. Logische Übersicht. So, Reparaturdrohnen. Machen wir mal ruhig 15. Verteidigungsdrohnen 10. So, das passt. Wir brauchen jetzt 390 Smart Chips. Müssten eigentlich genügend haben. Waren transferieren. So, 390. Einmal bestätigen. Und dann Drohnenbauteile brauchen wir 23. Das sollte sich eigentlich mit dem einen Transporteur auch noch ausgehen. So, und dann, ja, wie war das jetzt? Baulager? Nee, muss ja, oder? Moment, wir gucken jetzt mal hier beim Baulager. Nee, hier wird das auch nicht angelegt. Ne, ich glaube, das waren ganz normale Handelswaren, also kann ich das hier im Sonnenkraftwerk. So, und danach kannst du dann hier wieder andocken, damit ich das nicht vergesse. Gut, ansonsten ja. Warten wir erst nochmal ab, ob ich das ganze Ding mal bewaffne. Das ist ja wirklich so eine quasi Deep Space Station für mich. Autopilot eingeschaltet. Oh, Moment. Autopilot. Container. Sonnenkraftwerk. Nein. Container. Den Container will ich haben. Weil das Zeug bringt Geld. Dieses Verarbeitungspanel Einheit 8X.
noch was rum. Ah, Maya Glitt, okay. Autopilot eingeschaltet. So, Transporteur 2A ist unterwegs, die Waren holen, alles klar, das passt. Das Ding kann ich, dem kann ich da eigentlich schon mal einen Namen geben. Feld. Feldspulenfabrik. So. Aber ja, da brauchen wir noch ein bisschen Kohle jetzt für. Erreiche System. Sengende Niederlage. Wird die gebaut oder ist sie fast zerstört? Ja, die wird fast zerstört. Okay, gut. PGS interessiert mich nicht. Das wird dann halt für mich interessant. Wenn, ich mich hier breit, beziehungsweise wenn die Karks sich wieder hier breit machen, was momentan so danach aussieht. Gambit mit Grips mal drum kümmern. Ich bin bereit, unser Experiment zu starten. Oh ja. Das hatte ich ja ganz vergessen. Die Forschung mit der massenreichen Teleportation ist fertig. Das heißt, ich müsste im Endeffekt jetzt dann doch zu Bosotar. Oder mache ich erst die Mission? Nein, ich mache erst die Mission. Nicht so viele Baustellen gleichzeitig aufmachen. Auf der anderen Seite. Autopilot ausgeschaltet. Kann ich ja Nemesis, Verteidiger. Meinen Piloten, solange entferne alle Befehle. So, damit da jetzt kein Fehler passiert, kann ich ja meinen Piloten ja schon mal sagen, dass er hier einfach mal andocken kann. Und ich werde mich dann schon mal mit Bosotar auseinandersetzen. Erreiche System. Profitabler Handel. Und zwar Wissenschaftslabor. Überweise Credits an... Warte mal, das war doch eigentlich mein Manager gerade, oder? Ist das jetzt schon wieder aufgefüllt? Nee. Aber das war der doch, oder? Wo ist denn jetzt hier? Ja, klar ist er das. Also ist da die Instandhaltungsmission jetzt mit Credits überweisen erledigt? Wahrscheinlich, weil da jetzt auch nicht Geld reingekommen ist gerade. Na gut, so. Hallo auch. Okay. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du auch nicht? Wie geht's? Nee. Und er da hinten sowieso nicht. Okay, ich glaube, da muss ich das irgendwie anders machen. Kann ich hier... Ah, hier, teleportiere zu. Das ist ja grundsätzlich jetzt mal interessant. Also er hat gesagt, ich kann hier nur innerhalb des Sektors... Hier behaken sich Karg und Xenon, ja. Ich kann mich nur innerhalb des Sektors. So, ist jetzt der große Sektor gemeint oder die kleinen Einzelsektoren? Also da ich glaube, dass das als einen Sektor zählt und das halt nur die Subsektoren sind. So, hier könnte ich jetzt zum Beispiel nicht hin teleportieren in mein Industriegebiet. Es scheint,
dass wir mit diesem Labor auch ein vorinstalliertes, sicheres Depotlager bekommen haben. Sollten Sie je im Besitz von Gegenständen zweifelhafter Herkunft sein, zögern Sie nicht, sie hier zu lassen. Vielleicht können Sie Ihren Piloten sogar befehlen, Ihr persönliches Inventar zu hinterlegen. Ja, das mache ich ja mittlerweile schon, aber danke für den Tipp. Okay, also grundsätzlich muss ich mein Hauptquartier erstmal hier in der Nähe lassen, damit denn die ganze Nanotronik-Produktion, die ganze Hüllenteile-Produktion ja erhalten bleibt mir. Ist jetzt kein Problem, wenn ich jetzt hier... Aber gut, ich kann jetzt eigentlich nur hier innerhalb des Sektors springen, soweit ich weiß. Okay, probiere ich in der nächsten Folge aus. Seid also gespannt, wie es weitergeht, denn eine halbe Stunde ist mal wieder um. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Shitwaga.